Naja, und jetzt noch was zum Thema Stand. Der Jens, der steht jetzt so da und ich hatte ja gesagt, hatte ich Jens vorgeschlagen, weil ich das von früher noch wusste, ich stelle mich jetzt am besten so hin, aber okay, wir wollen ja viel fertig sein. Was ist an dieser oder an dieser Stellung besser? Also erstmal ist es ja natürlich klar, so stellt sich kein Mensch hin, das ist ja schon mal gar nicht gewollt. Wir wollen ja neutral bleiben, wir sind nett, wir sind zuvorkommend und höflich. Wir können auch anders. Und der Stand ist auch wichtig, weil wenn ich so stehe hier wie so ein Fragezeichen, ist es natürlich so, da verliere ich mein Gleichgewicht. Unschön. Das heißt, ich würde schon diese Stellung bevorzugen, um halt auch einen sicheren Stand zu haben, wenn jetzt jemand kommt und hier schieben, schubsen oder sonst irgendwas möchte. Also wenn wir so nebeneinander stehen, wäre es günstig, so zu stehen. Besser so, weil wenn man jetzt so steht, ist natürlich die Gefahr, umzukippen. Da müsste man nach hinten muss ausgleichen. man schon wieder ausgleichen. Wenn ich so stehe, muss ich nichts ausgleichen. Ich kann höchstens hinterrutschen. Ist einfacher. Ich bewege mich aber nicht vom Boden. Also ich lasse meine Füße auf dem Boden. Ja, das kommt auch aus dem Wing Chun. Das ist eine sehr gute Technik und ein sicherer Stand. Ja, ausgezeichnet. Das lehnt ans Tanzen an. Genau, wir tanzen einfach. Ja, steht am Boden bleiben. Na Leute, immer schön auf dem Boden bleiben. Dafür machen wir das ja alles. Immer am Boden der Tanzen. Danke.